Aber dann sollen Sie gefälligst auch akzeptieren, dass ich die AfD und ihre Meinung einfach scheiße finde. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur ersten Ausgabe meines neuen Hassalphabets und diesem wirklich schwierigen Thema, die AfD. Wer mich und meinen YouTube-Kanal schon länger verfolgt, der weiß ja, wie ich zu Recht im Gedankengut stehe. Oder mit anderen Worten, der weiß, dass ich ein linksversiffter Gutmensch bin. In diesem Video hier soll es nicht um großes Nazis rausgehen und ich möchte hier auch kein Rezo-Abklatsch werden. Es ist vielmehr das, was oben im Titel steht. Ich habe ein Problem mit der AfD. Mehr als eins. Und dass ich dieses Video überhaupt mache, hat einen Auslöser. Und damit fange ich jetzt an. Der Auslöser für dieses Video waren die letzten Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. In Sachsen erreichte die AfD 27,5% und in Brandenburg 23,5%. Aus Wut über dieses Ergebnis postete ich auf meiner privaten Facebook-Seite einen Songtext von der Band Kerbholz, nämlich Es stinkt in diesem Land, es stinkt nach Feigheit und nach Angst, es stinkt nach falschen Alternativen. Ja, und dann ging es auch schon los, denn einer meiner besten Freunde, ein Mensch, den ich wirklich liebe und für den ich die Hand ins Feuer legen würde, wählt die AfD. Und zu unserer Freundschaft an sich, ich würde sagen, es funktioniert gut zwischen uns und es ist alles okay, aber sobald es um das Thema Politik geht, würden wir uns am liebsten gegenseitig die Fresse einschlagen. Wir haben uns mehr oder weniger darauf geeinigt, dass wir verschiedener Meinung sind und wollen nun nicht mehr über das Thema Politik reden. Das klappt aber nicht unbedingt immer, denn es eskalierte bei diesem meinem Facebook-Post. Mein Kumpel schrieb mir nämlich auf WhatsApp, dass ich gefälligst die Fresse halten soll, denn dieses Ergebnis wurde demokratisch gewählt und ich solle gefälligst akzeptieren, dass die Leute ihr demokratisches Wahlrecht in die Hand genommen haben. Und da ist mir der Kragen geplatzt. Ich soll also die Fresse halten, ja? Natürlich wurde das demokratisch gewählt und ich finde es auch wichtig, dass die Leute in diesem Land ihre Meinung dazu sagen dürfen. Aber dann sollen sie gefälligst auch akzeptieren, dass ich die AfD und ihre Meinung einfach scheiße finde. Hammer, ey, ich lasse mir doch nicht den Mund verbieten zu sagen, dass das, was sie da machen, absolute Scheiße ist. Vielleicht ist es das, was die AfD gerne hätte, mir den Mund verbieten. Aber seriously, ich sage euch jetzt mal, was mich wirklich an denen stört. Die AfD ist eine Partei, die ihre Stimmen zum größten Teil mit der Naivität und dem Hass der Wähler ködert. Passiert irgendwo in Europa ein Anschlag, sind die Politiker der AfD die ersten, die ihren Hass auf Twitter ins Internet kotzen. Aber dazu komme ich später noch. Ich möchte euch jetzt einfach mal ein paar Kommentare zeigen, die die Wähler so in die AfD-Gruppen schreiben. Zum Beispiel bezogen auf Angela Merkels Zitteranfall. Ich hoffe, dass sie jetzt stirbt. Soll verrecken. Ich wäre nicht mal besorgt, wenn sie brennen oder detonieren würde. Wenn die krepiert, feiere ich eine Party. Oder zum Mord an CDU-Politiker Walter Lübcke. Tod wegen Herzversagen durch Kopfschuss. Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Hochmut kommt vor dem Fall. Oh, und jetzt hat er Deutschland verlassen. Oder zum Beispiel beim Feuer von Notre Dame. Bevor überhaupt eine Ursache erkennbar war, was das Feuer ausgelöst hatte, posteten die Leute schon sowas hier. Ursache? Tippe auf Brandstiftung. Die Kirchen müssen brennen, sagt der Islam. Dann ist ja Platz für einen Moscheeneubau. Twin Towers 2.0. Und die AfD Solingen postete selber: Würde wohl niemanden verwundern, wenn es ein Anschlag mit islamistischem Hintergrund wäre. Doch noch weiß man nichts Genaues. Aber ob man auch wirklich die Wahrheit später preisgibt? Die Antwort könnte ja Bürger verunsichern. Die Attacken auf christliche WhatsApp-Zeichen werden in den nächsten Jahren massiv zunehmen. Und wir alle wissen warum. Hass, Mordwünsche und die Hoffnung auf terroristische Anschläge. Ich könnte mit diesen Kommentaren noch stundenlang so weitermachen. Wirklich, das Video könnte nur mit diesen Kommentaren 5 Stunden gehen. Aber ich denke, es ist klar, worauf ich hinaus möchte. Zum Thema, wir hoffen auf terroristische Anschläge, damit wir die Scheiße twittern können, hat das Bohemian Browser Ballett mal ein passendes Video gemacht. Das verlinke ich euch mal hier oben im i. Aber ey, die Leute, die wir hier gerade gesehen haben, das sind ja nur eine Handvoll aggressiver Idioten. Die haben ja absolut nichts mit der Partei zu tun. Oder? Im letzten Kapitel dieses Videos hat uns hier AfD Solingen ja schon gezeigt, wie man Hass, Unmut und Lügen richtig auf Twitter verbreitet. Aber schauen wir uns doch jetzt mal an, was die AfD in der Vergangenheit sonst noch so von sich gegeben hat. Starten wir mal mit Beatrix von Storch. Ihr wisst schon, die eine, die behauptet, es gibt keinen Klimawandel, die Sonne soll mal aufhören zu scheinen, am besten sollten wir die Sonne verklagen. Der Ozean wird ja nicht warm, weil wir sagen, Ozean wird mal warm oder kalt. Also verklagen wir die Sonne. Wir sollten die Sonne verklagen. Die AfD-Fraktionschefin regte sich nämlich darüber auf, dass die Kölner Polizei ihre Neujahrsinformation auch auf Arabisch teilte. Daraufhin schrieb sie: Meinen Sie, die barbarischen muslimischen Gruppen vergewaltigenden Männerhorden so zu besänftigen? Holy fuck, wenn ihr denkt, das wäre schlimm, die Alte kann auch noch ganz anders. Auf Facebook hat sie nämlich auf die Frage, ob man Kinder, die illegal über die Grenze kommen, im Notfall erschießen sollte, mit Ja geantwortet.
Hinterher behauptete sie, och, ich bin mit der Maus ausgerutscht. Alles klar, ich habe auch schon mal aus Versehen das Kommentarfeld angeklickt, J und A eingetippt, bin mit der Maus auf den Senden-Button ausgerutscht, habe draufgeklickt und es dann auch aus Versehen eine Weile stehen lassen. Ich tollpatsch. Dazu kann ich einfach nur sagen, was stimmt denn mit der Alten nicht? Wieso darf die noch Politik machen? Das ergibt keinen Sinn. Aber ey, wenn ihr denkt, okay, diese Frau ist halt ein Ausrutscher, die ist halt ein Unfall, das ist noch nicht alles. Ich mache jetzt mal weiter mit Alexander Gauland. Wir haben das Recht, stolz zu sein auf Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen. Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. Die Leute finden ihn als Fußballer gut, aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben. Wir werden sie jagen. Wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen. Damit meinte er übrigens Angela Merkel und die Bundesregierung. Das fügte er im Nachgang noch hinzu. Moment, damit ich das richtig verstehe. Man will sich also als Partei davon distanzieren, rechtsextrem zu sein. Wieso bezeichnet man dann zig Millionen Morde im Zweiten Weltkrieg als einen Vogelschiss? Nun gut, ich mache jetzt einfach mal weiter mit Björn Höcke. Von dem habt ihr sicher alle schon gehört. Ich will, dass Deutschland nicht nur eine tausendjährige Vergangenheit hat. Ich will, dass Deutschland auch eine tausendjährige Zukunft hat. Christentum und Judentum stellen einen Antagonismus dar. Darum kann ich mit dem Begriff des christlich-jüdischen Abendlandes nichts anfangen. Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat. Nur kurz zur Aufklärung. Tausendjährige Vergangenheit bzw. tausendjährige Zukunft sind Ausdrücke, die die Nazis halt immer verwendet haben. Und mit Denkmal der Schande ist halt das Holocaust-Mahnmal in Berlin gemeint. Das ist schon hart und vor allen Dingen kein Zufall, wenn man als ehemaliger Geschichtslehrer Begriffe wie 1000 Jahre Deutschland verwendet. Aber es wird noch absurder. Erst jetzt im September konfrontierte das ZDF AfD-Abgeordnete mit Zitaten von Björn Höcke. Diese mussten dann abstimmen, ob die Zitate von Höcke oder von Hitler kommen. Und die meisten hatten darauf einfach keine Antwort. Einer tippte sogar auf Hitler. Noch Fragen? Dieses zweite Kapitel hier mit den Zitaten der Politiker finde ich noch mit am allerwichtigsten. Wenn ihr euer Kreuz bei der AfD macht, dann wählt ihr genau diese Leute. Und das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Dazu erzähle ich euch aber im Fazit noch mal mehr. Kommen wir erstmal zum nächsten Punkt. Wir kennen ja alle diese Scheiße, die immer wieder auf Facebook geteilt wird. Und ich rede jetzt nicht davon, dass AfD-Kanäle die teilen, sondern ich rede von speziellen Hassseiten. Ein dummes Beispiel, das ich mir jetzt gerade ausdenke: Flüchtling vergewaltigt in einer Nacht 16 Frauen und zündet danach noch 3 Kirchen an. Darunter dann noch irgendwie 3 ausgedachte Sätze. Wenn man einen Artikel dieser Art auf Facebook postet, dann werden ihn innerhalb von kürzester Zeit tausende Menschen weiterverbreiten und zu sagen, wie schlimm denn diese Flüchtlinge sind, ohne überhaupt sich eine Minute damit auseinanderzusetzen, ob da überhaupt was Richtiges dran ist. Und dass solche Dinge echt passieren? Dazu habe ich ein Beispiel aus meinem Leben. Erst neulich war ich mit ein paar Kollegen in Frankfurt unterwegs und wir saßen in einer Bar am Tresen mit fremden Menschen. Wir haben uns mit ihnen unterhalten und uns auch den ganzen Abend super mit ihnen verstanden. Bis auf einmal einer anfing, über Flüchtlinge zu hetzen. Die Person mir gegenüber war plötzlich hasserfüllt und behauptete auf einmal, ja, dieses Gesocks, wenn die hier reinkommen, die werden ja alle direkt privat krankenversichert. Das heißt, wenn du zum Arzt musst, kommen die immer vor dir dran, weil die alle privat versichert werden. Die kriegen ja alles in den Arsch geschoben. Ich habe mich in dem Moment dazu nicht geäußert, einfach aus dem Grund, weil ich mich noch nie mit Krankenversicherung von Flüchtlingen auseinandergesetzt habe. Aber es hat mich wirklich nicht mehr als 2 Minuten gekostet, herauszufinden, dass das, was er da redet, absoluter Bullshit ist. Und das ist ein riesengroßes Problem. Irgendein Spast denkt sich so eine Scheiße aus und auf einmal halten 1000 andere Dumme das für wahr. Natürlich kommt es vor, dass Flüchtlinge Straftaten begehen. Genauso begehen aber auch Deutsche diese Straftaten. Der Flüchtling, der eine Straftat begeht, macht das nicht in seiner Eigenschaft als Flüchtling, sondern in seiner Eigenschaft als Arschloch. Wenn du also der Meinung bist, alle Flüchtlinge raus, weil einer eine Straftat begeht, dann ist das dieselbe Logik, die Thesen unterstützt wie, alle Gamer sind Killer. Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass Leute, die so etwas behaupten, sowieso in einem Tunnel stecken und nicht mehr richtig gerade ausdenken können. Ich muss sagen, in Sachen Homosexualität nehme ich die AfD eher gespalten wahr. Einerseits haben wir homosexuelle Abgeordnete und Aussagen auf der AfD-Homepage wie, die AfD ist die einzige richtige Schutzmacht für Schwulen und Lesben in Deutschland. Andererseits gibt es aber wieder einen Björn Höcke, der den Kampf gegen den perversen Zeitgeist ankündigt, und die AfD Baden-Württemberg, die eine Petition startete gegen Homosexualität im Unterricht. Bei dieser Petition ging es darum, dass man nur noch das klassische Familienbild im Unterricht vermittelt, denn wenn man den Kindern sagt, dass es Homosexualität gibt, dann werden die ja alle auf einmal direkt schwul und lesbisch. So ein Quatsch!
Aber jetzt mal ohne Scheiß, ich kriege solche Kopfschmerzen, wenn irgendjemand auf der Straße gegen Schwule, Lesben oder Transgender hetzt. Wir sind hier im fucking 21. Jahrhundert. Homosexualität hat es schon immer gegeben, im Menschen- und im Tierbereich, und es wird sie auch immer geben. Wirklich, ihr Homophoben da draußen, was ist euer Scheißproblem? Ich höre immer Argumente wie, ja, das ist von der Natur nicht so gedacht, um sich fortzupflanzen. Oder ich will aber nicht, dass mich eine schwule Tucke anbaggert. Ich wurde zum Beispiel schon mal von einem homosexuellen Mann angebaggert. Ich habe das als Kompliment genommen, ihm aber gesagt, dass ich nicht im eigenen Revier wildere. Und damit war die Sache gegessen. Ja, Überraschung, ich bin übrigens nicht schwul. Ich trage nur einen pinken Pullover. Aber danke, dass du deinen verblödeten Hasskommentar schon dagelassen hast. Homophobie im Jahr 2019. Das ist so lächerlich. Ich schäme mich, dass es sowas heutzutage noch gibt. Und zu der anderen Sache, dass das für die Fortpflanzung nicht so gedacht ist, keine Sorge, die Menschheit wird schon nicht aussterben, weil es ein paar Homosexuelle gibt. Das werden wir schon selber hinkriegen. Mit dem Klimawandel. Die AfD leugnet den menschengemachten Klimawandel. Sie ist sogar aktiv in ihrer Partei gegen Klimaschutzmaßnahmen, weil der Mensch ja überhaupt nichts mit der Erderwärmung zu tun hat. Und das nur, damit bloß der arme Deutsche seinen dreckigen Diesel nicht verliert. Ja, ich habe damals auch bei Rezo unterschrieben. Und nein, ich lebe auch nicht klimaneutral und würde immer noch zu einem Toten-Hosen-Konzert nach Polen fliegen. Aber ich versuche wenigstens schon ein bisschen auf Kleinigkeiten zu achten und tu wenigstens nicht so, als ob die ganze Scheiße ausgedacht ist und es das gar nicht gibt. Ja, was möchte ich mit diesem Video jetzt eigentlich sagen? Mit den genannten Problemen macht mir die AfD einfach Angst. Besonders wenn es um die Zitate von Höcke und Co. geht. Ich kenne mehr als eine Person, die die AfD wählt. Es sind Menschen aus meinem Freundeskreis. Leute, die ich sehr, sehr gerne habe und auch nicht aus meinem Leben haben möchte. Die 27%, die da die AfD wählen, sind nicht alles Leute, die diesen Hass verbreiten. Es sind nicht alles hirnlose Idioten. Ganz im Gegenteil, es sind Ärzte, Lehrer, Architekten, Ingenieure und vieles mehr. Und ich finde, diese Leute sollte man wegen ihrer Meinung jetzt zum Beispiel nicht in die Ecke drängen und sie zum Beispiel aus Facebook oder so löschen, denn das macht die Sache auch nicht besser. Und ich muss es auch mal ganz ehrlich sagen, es bringt auch nichts, vor 10.000 Leuten auf einem Punkkonzert Nazis rauszubrüllen. Denn diese Leute erreicht ihr dort eh nicht. Ich möchte sogar am liebsten sagen, dass Aufklärung und Dialog am wichtigsten ist und man den Leuten klar machen muss, wie man mit einem Kreuz bei der AfD unsere Zukunft zerstört. Aber das ist halt sehr leicht gesagt, denn Menschen, die die AfD wählen, sind in ihrer Meinung so festgefahren und wollen überhaupt keine Wahrheit oder Fakten mehr hören. Einige von ihnen haben halt echt nur den Gedanken, ja, ich will jetzt einfach mal die AfD, weil ich glaube, hier sind so viele Ausländer, das möchte ich nicht mehr. Ohne sich überhaupt eine Sekunde damit auseinanderzusetzen. Es geht mir hier auch nicht darum, irgendwelche Leute hier wegen ihres Denkens zu verurteilen. Vielmehr geht es mir in diesem Video darum, den Leuten mal die Augen zu öffnen, was da überhaupt passiert und was sie da wählen. Außerdem möchte ich mich hiermit als Menschen des öffentlichen Lebens von dem Gedankengut der AfD distanzieren. Denn die AfD steht für alles, was ich nicht bin. Wenn ihr die AfD wählt, dann wählt ihr diese Politiker, die diese furchtbaren Dinge sagen. Wenn ihr die AfD wählt, dann verleugnet ihr den Klimawandel und fördert die Zerstörung unseres Planeten. Wenn ihr die AfD wählt, dann unterstützt ihr damit die Unterdrückung von Homosexuellen. Und wenn ihr die AfD wählt, dann schließt ihr euch denselben Leuten an, die diesen Hass im Internet teilen. Und natürlich ist mir klar, dass ich hier unter diesem Video haufenweise Hasskommentare lesen werde. Denn ey, ich bin ja ein linksversiffter Gutmensch und dann dieser pinke Pullover und diese hässliche schwule Strähne erst. Mein Gott, was geht denn nur in seinem bekloppten Kopf vor? Ja, ohne Scheiß, fühlt euch frei. Ich mache YouTube schon seit über 10 Jahren, ich habe alles schon gelesen. Aber ganz ehrlich, ich bin der Meinung, der ein oder andere von euch wird auch in der Lage sein, mir einen vernünftigen Kommentar unter diesem Video zu hinterlassen. Dankeschön. Dieses Video hier wurde finanziell unterstützt durch meine Patrons. Wenn ihr mich also in Zukunft mit 1 Euro oder mehr im Monat unterstützen wollt, könnt ihr das tun auf www.patreon.com/masterjam. Als allererstes werde ich mit diesem Geld in Zukunft ein Musikvideo produzieren. Die angegebenen Quellen und Informationen befinden sich alle in der richtigen Reihenfolge, verlinkt unten in der Videobeschreibung. Teilt dieses Video auf Facebook, Twitter, Instagram, zeigt es euren Eltern, euren Freunden. Vielleicht erreichen wir ja die ein oder andere richtige Person damit. Vergesst auch nicht, das Video zu bewerten, das hilft mir immer sehr. Und schreibt auch gerne einen Kommentar, worüber ich im Hassalphabet B reden soll. Haut raus!